Während die Devisen- und die Anleihemärkte stark auf die Aussagen der US-Notenbank Fed reagieren, nämlich die Zinsen nicht so schnell zu senken, sagen sich die Aktienmärkte, ach, lass die doch reden, wir steigen einstweilen mal weiter, aber gleichzeitig eben starker Anstieg der Renditen bei den Anleihemärkten, Dollaranstieg an den Devisenmärkten, irgendwas passt da nicht zusammen, irgendwer ist da so ein bisschen weit vorausgelaufen und da sich die Anleihemärkte und Devisenmärkte eigentlich konform mit dem Verhalten, was die Notenbank sagt und was auch durch die US-Konjunkturdaten letztendlich bestätigt werden, nämlich dass man die Zinsen nicht so schnell senken kann. Das scheint mir das validere Motiv zu sein, dass also hier die Anleihe- und Devisenmärkte einpreisen. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir haben jetzt Jerome Powell nochmal gehabt in dieser Sendung 60 Minutes am Sonntag US-Zeit. Und wichtig ist, dass dieses Interview offenkundig am Donnerstag aufgezeichnet wurde, denn Paul sprach mehrfach meine gestrigen Aussagen, meinte also die Aussagen auf der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung. Da war aber zumindest den Märkten noch nicht bekannt, wie die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen würden. Und die waren ja viel, viel stärker als erwartet. Ist die Frage, kannte Jerome Powell am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten schon, ja oder nein? Jedenfalls hat er gesagt, hier nochmal klar gemacht, März ist zu früh. Das ist schon in 7 Wochen, das ist den allermeisten zu früh, um hier schon die Zinsen zu senken. Und dann der zentrale Satz vielleicht, die Gefahr zu früh, sich hier zu bewegen in Sachen Zinsen, ohne dass die Inflation wirklich nachhaltig dann schon in Richtung 2% unterwegs ist, sei ihnen zu groß. Mit anderen Worten, nichts mehr als Zinssenkung, wenn nicht Außergewöhnliches passiert. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt ist dieses Format 60 Minutes so gestrickt, dass da teilweise dann Ausschnitte kommen aus dem Interview mit Jerome Powell, dann ein Sprecher aber sozusagen so ein Overlay spricht und da hier diese Aussage, ja, Paul hätte angedeutet, das hat man aber nicht letztendlich aus den Aussagen von Paul direkt wörtlich hören können. Paul habe angedeutet, dass man ab Sommer die Zinsen senken könne und Paul dann auch mit der Aussage, naja, also ich denke, dass wir unsere Erwartungen in Sachen Zinsen nicht verändert haben und die Erwartungen, das hatten die Dotplots, die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder im Dezember gezeigt, gehen darauf hin, dass man dreimal die Zinsen senken wird. Die Märkte haben aber mindestens 5 Zinssenkungen eingepreist. Wie auch immer, wir sehen in Reaktion auf die Aussagen von Jerome Powell, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe weiter gestiegen auf jetzt 4,08% letzter Stand. Wir sehen Dollar-Yen gestiegen, also Dollarstärke weiter und steigende Renditen. Und das, wie gesagt, nach den Arbeitsmarktdaten, die diesen Case, die Fed nicht, die Zinsen nicht zu senken, ja durchaus verstärkt haben, deutlich besser als erwartet. 4-Sigma-Abweichung, die wir hier gesehen haben, also eine 4er-Standard-Abweichung, stärkster Wert seit einem Jahr. Es gibt natürlich Zweifel an diesen Zahlen. Ich hatte die am Freitag hier mal thematisiert, aber vor allem die Stundenlöhne sehr, sehr deutlich gestiegen, viel deutlicher als erwartet. Und in Reaktion darauf haben wir schon gesehen, dass die Märkte, die Fed Fund Futures zumindest, eine Märzsenkung mehr oder weniger ausgepreist haben. 80% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinslage genauso bleibt, wie sie ist. Also die Zinsen genau da sind, wo sie sind, nämlich 5¼ bis 5,5%. Und schauen wir uns jetzt mal die aktuellen Wahrscheinlichkeiten an. Nach den Aussagen von Jerome, dann sehen wir hier für den März, für die März-Sitzung 84,5% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben. Und für die erste Mai-Sitzung ist die Wahrscheinlichkeit zu 57% jetzt eingepreist, dass die Zinsen um 25 Basispunkte sinken. Aber immer noch 33%, dass die Zinsen nicht sinken werden. Also man sieht ganz klar, die Märkte haben hier ihre Wahrnehmung doch deutlich verschoben. Das war noch vor kurzem sehr anders und in Reaktion darauf eben dann 10-jährige Anleiherendite schießt nach oben, einer der größten Tagesgewinne der letzten Jahre. Gleichwohl, der S&P 500 geht auch nach oben, unterstützt natürlich durch die Reaktion der Meta- und Amazon-Aktie. Wir sehen den Dollar mit dieser großen Kerze am Freitag. Also, wer hat recht? Wer ist hier neben der Kurve? Die Märkte sagen sich halt, naja, guck mal, Paul ist doch ein Papiertiger. Wenn wir nicht sehen, dass die Inflation nach oben geht, nachhaltig nach oben geht, dann machen wir einfach so weiter. Oder
Eine zweite Möglichkeit, solange wir nicht sehen, dass die FED sozusagen die Zinsen senken muss, weil irgendwo etwas kaputt gegangen ist, zum Beispiel diese Bankenstresssituation, die wir jetzt haben im Bereich Commercial Real Estate, was die FED durchaus im Auge haben könnte, daraufhin hatten schon Jeff Gundlach und andere hingewiesen, ist die sogenannte Real Fed Fund Rate, also praktisch die reale der Realzinssatz. Das ist im Grunde der Zinssatz, der Leitzins, derzeit ja bei 5¼ bis 5,5%, minus die Inflationserwartungen, die in den sogenannten 5-Year-5-Year-Swaps bepreist werden. Also wie schaut die Inflation in 5 Jahren, die dann kommenden folgenden 5 Jahre aus? Das ist ein bisschen abstrakt, aber spiegelt eben die Inflationserwartungen wider, und wir sehen, das ist hier immer weiter nach oben gegangen, ist immer positiver geworden. Allerdings gehen jetzt latent die Inflationserwartungen wieder nach oben, nachdem sie sehr lange gefallen sind, weil man eben sieht, die Wirtschaft in den USA, die scheint weiter nicht wirklich abkühlen zu wollen. Jetzt diese Daten vom Arbeitsmarkt, jetzt diese Lohndaten aus den Arbeitsmarktdaten sehr viel höher. Also was ist da los, fragt man sich. Heute wichtig wird dann, wie der ISM-Dienstleistungsindex ausfällt. Zuletzt ja schon der ISM-Manufacturing, also Gewerbe, deutlich besser wiederum als erwartet. Heute erwartet man einen besseren Wert als im Vormonat. Im Vormonat war man fast schon geschrumpft, nur noch ganz knapp gewachsen mit 50,6. Und der Dienstleistungssektor ist das, was die US-Wirtschaft ja letztendlich so stark macht, wo auch die Inflationsdynamik herkommt. Wir haben ansonsten noch eine 10-jährige Anleiheaktion am Mittwoch, das wird wichtig. Ansonsten 6 Fed-Speaker und 20% der S&P 500 Unternehmen werden in dieser Woche berichten, die deutlich weniger zu bieten hat als die letzte Woche mit den großen Tech-Unternehmen, der Fed-Sitzung, den US-Arbeitsmarktdaten. Also es wird ein bisschen ruhiger, aber es gibt interessante Beobachtungen gleichwohl. Wir sehen nämlich weitere Zuflüsse in Geldmarktfonds. Hier 42 Milliarden sind da reingeflossen. Damit jetzt erstmals in History das Gesamtvolumen in diesen Geldmarktfonds über 6 Billionen Dollar. Wie gesagt, ein historisches Novum. Hier sehen wir mal die Bankeinlagen, nicht seasonal adjusted. Wichtig, denn die Fed macht mit seasonal adjustments gerne hier eine Kosmetik, macht einen Lippenstift auf die ziemlich hässliche Situation, und die Situation ist die, dass offenkundig wieder deutlich Gelder abgezogen werden hier von Banken. Wir haben jetzt in der letzten Woche wahrscheinlich aufgrund dieser Meldungen mit dieser New York Community Bank gesehen, dass Geldabzüge so stark sind wie seit März 2023 nicht mehr in der letzten Woche. Also da ist der Geld runtergegangen, 168 Milliarden Dollar sind da mal eben abgezogen worden. Und das hat dann auch die Regionalbanken mit nach unten gebracht in der Summe, die weitgehend ja auch zum Beispiel im Russell 2000 notiert sind, also diesem Small Cap Index. Und wir sehen jetzt, Mega Cap Tech Aktien sind in Relation zu diesen Small Caps auf einem neuen Allzeithoch. Kann man vielleicht auch fundamental vertreten, wenn man sich mal die Earnings per Share Situation anschaut, also die Gewinnsituation mal anschaut. Da sehen wir, dass da natürlich schon eine ziemlich dicke Lücke klafft. Und jetzt muss man auch wissen, dass von diesen Russell 2000 Firmen immerhin 40% keine Gewinne machen, sondern Verluste machen. Und das in einer Situation, wo die Wirtschaft zumindest offiziell ja sehr, sehr stark wächst, mit Zahlen von 3, mit 4, 5% BIP-Zahlen jetzt in den letzten Quartalen. Was passiert, so kann man fragen, wenn es erstmal eine Rezession gibt? Und die ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, denn meistens ist es ja so, kurz vor einer Rezession sehen die Dinge am schönsten aus. Wir sehen deswegen, dass die Arbeitslosenrate normalerweise kurz vor Beginn einer Rezession ganz unten ist, um dann sprunghaft zu steigen. However, wir sehen jetzt am Freitag, oder haben gesehen, am Freitag hat Meta mal eben 205 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen und damit einen neuen Rekord erreicht. Damit hat man Nvidia, hat man Apple vom 10. November überholt, 22 hat auch Nvidia überholt den Anstieg vom 25. Mai 2023. Also noch nie hat eine Firma an einem Tag so viel Marktkapitalisierung hinzugewonnen wie Meta, und das, weil man 1 Milliarde mehr Umsatz gemacht hat als erwartet. Ja, man hat Aktienrückkäufe erhöht um 50 Milliarden, aber die Reaktion ist schon sehr extrem, wie ich finde.
Jetzt sehen wir hier auch die AI-Euphorie ist wieder da, also diese KI-Euphorie ist wieder da. Hier die Suchen auf Google auf neuem Allzeithoch. All das sind so Faktoren. Gleichzeitig sehen wir, dass diese Rallye, die wir ja sehen an den Aktienmärkten, nicht wirklich vom breiten Markt getragen ist. Neues Allzeithoch beim S&P 500, aber Stocks above their 20-Day Moverage, also die Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt handeln, die sind da weit, weit tiefer. Das heißt, die meisten Aktien sind nicht so bullisch, wie es aussieht. Jetzt die Frage dann auch, wenn wir jetzt mal zur Geopolitik kommen. Die Amerikaner haben 85 Ziele im Irak und in Syrien angegriffen. Wird es hier Gegenschläge geben, Gegenaktionen geben? Die Amerikaner wollen einen großflächigen Krieg vermeiden, heißt es. Aber man ist schon auf dem Weg hin zu einer Eskalation und eskaliert sind die Dinge heute phasenweise auch in China. Da ist der Kleinwerteindex um knapp 9% abgesackt, der CSI 1000. Dann haben wir hier zum Beispiel Shenzhen abgesackt, Shanghai abgesackt, während der Hang Seng, wo also die großen chinesischen Tech-Werte drin sind, sogar gestiegen ist. Also sehr merkwürdiges Bild. Wir hatten ja schon in der letzten Woche die schlechteste Woche für chinesische Aktien seit Jahren mit Anzeichen von Panik. Jetzt dieses seltsame Bild. 30% aller Aktien wurden vom Handel ausgesetzt zwischenzeitlich. Das muss man sich mal vorstellen. Fast ein Drittel wurden wegen Limit Down, also weil sie die Untergrenze erreicht hatten, einer Kursbewegung an einem Tag vom Handel zwischenzeitlich ausgesetzt. Und das, obwohl jetzt seit 4 Wochen konstant Geld in chinesische Aktien fließt. Aber es scheint nicht wirklich zu helfen. China jetzt mit Aussagen versucht dann den Markt zu stabilisieren, vielleicht auch über ETFs wieder Stabilisierung gebracht. Jedenfalls hat man gesagt, ja, wir werden Pläne hier veröffentlichen, um mehr Investments anzuziehen. Also man behauptet wieder etwas, aber die Märkte wollen Fakten sehen, sonst droht hier Panik in China. Kommen wir nach Europe, kommen wir nach Germania. Hier sehen wir die Exporte minus 4,6% zum Vormonat und auch zum Vorjahresmonat, wie Destatis hier schreibt, deutlich schlechter als erwartet. Auch die Importe. Also es ist jetzt offenkundig so, dass keine Erholung der deutschen Wirtschaft wirklich in Sicht ist. Und das wird auch hier durch folgende Meldung von heute früh von IFO bestätigt. Der Auftragsmangel belastet die Konjunktur. Immer mehr Firmen berichten jetzt, vor allem Industriefirmen, von fehlenden Aufträgen. Und vor allem ist es so, dass jetzt diese Auftragsbestände, also dieser Stau, der in Corona sich angestaut hatte, als man gar nicht hinterherkam, die Dinge abzuarbeiten, der ist immer stärker abgebaut inzwischen, sodass man da in ein Loch zu fallen droht. Wir sehen also, dass die Dinge schwierig werden und bleiben für die deutsche Wirtschaft. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zinsen. Paul betont, dass die Fed verfrühte Senkung vermeiden will. Hier nochmal die wichtigen Aussagen von Paul in diesem CBS-Interview mit einem Link, wo Sie zumindest eine Zusammenfassung dessen sehen können. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung noch. Hat die Börse nur gewackelt, aber sie ist noch nicht gefallen, obwohl die Zinssenkung verschoben ist. Hier mal das Big Picture, was wirklich der Fall ist, was die Fed beachtet, wie die Märkte derzeit unterwegs sind. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen mitgeben und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.